Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in der heutigen Folge gibt es nochmal zwei, drei Ergänzungen zum Thema Wärmepumpen für Koi-Teiche. Das Wesentliche hatte ich ja in einer der letzten Folgen schon erzählt, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich was vergessen habe, nämlich das Thema, welche Wärmepumpe passt denn preislich? Und da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen. Hintergrund ist, in den letzten Jahren sind die Preise für Wärmepumpen extrem stark gesunken, zumindest die einiger Hersteller. Man sieht das so ein bisschen, wenn man so schaut, welche Wärmepumpen für Koi-Teiche gibt es schon lange auf dem Markt. Da gibt es im Wesentlichen zwei Anbieter, einen deutschen, einen tschechen. Und da sind die Wärmepumpen ja um einen Faktor von 3 oder 4 teurer als das, was man so heute im Internet angeboten bekommt. Und jetzt tut sich natürlich die Frage auf, für welches Fabrikat entscheide ich mich, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Und da haben wir im Grunde die gleiche Diskussion, wie wir sie auch bei den Pumpen haben oder bei den Trommelfiltern. Und meine Devise ist, es muss sicherlich nicht das teuerste Produkt sein und das günstigste sollte es auch nicht sein. Und irgendwo dazwischen befindet sich die Wahrheit. Denn Fakt ist, wenn ich für eine Wärmepumpe 10.000 Euro bezahlen muss, dann kann ich mir zumindest mal drei für 3.000 Euro kaufen und habe immer noch dasselbe Geld ausgegeben. Und ob die für 10.000 so viel länger hält, weiß auch kein Mensch. Und deswegen nochmal auch der Hinweis an euch, schaut einfach zu, dass ihr eine Wärmepumpe bekommt, wo ihr auch einen Service dazu habt. Und dann, glaube ich, hat man auch eine Wärmepumpe, die eine gewisse Zeit laufen wird. Und man muss ja auch eines sehen, die Entwicklung geht weiter. Es werden neue Werkstoffe kommen, es werden vielleicht auch neue Kältemittel kommen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass in 5 Jahren ein ganz anderes Heizmedium günstiger sein wird als heute eine Wärmepumpe. Oder dass zumindest mal eine modernere Wärmepumpe dann wiederum viel effizienter ist als eine, die ich heute kaufe. Und deswegen würde ich, also ist meine Empfehlung, aber das muss natürlich jeder für sich selber finden, ich würde mir eine günstige Wärmepumpe kaufen, wo ich über Facebook oder auf anderem Wege sichergestellt habe, dass diese Wärmepumpe bei anderen schon mehrere Jahre zufriedenstellend läuft. Und dann, glaube ich, kann man damit so viel nicht verkehrt machen. Und dann habe ich erstmal mein Invest in Grenzen gehalten und habe aber eine Wärmepumpe, als dass ich noch 5 Jahre drauf spare und noch 5 Jahre Probleme im Frühjahr mit meinen Koi habe. So, das wollte ich nochmal loswerden. Aber das ist meine Philosophie und das muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, euer Robert Jungnischke.